Markus. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Neu-Kefalo. Kefalo am Montag, der erste Montag im September. Der Herr ist der Vorstand vom Verein, der sich hier ein großes Ziel gesetzt hat, nämlich so die Historie so ein bisschen im Bewusstsein zu erhalten. Das soll zurückgehen auf diese Schlacht am Lechfeld, wo man viele Ungarnpferde hatte, die hier verkauft worden sein sollen. Laut Wiedergebungen, der Herr Grupp hat es ja schon gesagt, soll das so gewesen sein. Ich konnte nicht mitreden, ich war nicht dabei. Ne? Aber ich sage einmal, ich kenne halt diese Sagungen vom Käferloh und dass der Vorläufer von der Wiesen gewesen ist. Und darum, dass ich in der Gemeinde verwurzelt bin, Großbrunner. Und ich war immer schon auf dem Käferloh. Und jetzt muss man halt sagen, wenn man eine Tradition da halten kann, einigermaßen, dann versuchen wir es. Und das versuchen wir halt heute zumindest, dass wir einen kleinen Käferloh machen, damit die Tradition nicht ganz ausstirbt. Das war früher deshalb so interessant, weil ja die Leute von weit hergekommen sind, für genau einen Tag hier gehandelt haben und dann sind sie wieder heimgegangen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich kann es auch nur aus Erzählungen wiedergeben. Und als kleiner Bub, wenn ich da war, waren halt viele Landwirte da. Und da war es ja schon immer so, dass viel gehandelt worden ist. Aber man muss ja bloß den Strukturwandel anschauen. Aber vor der Wiesen, das ist ja praktisch vor der Wiesen so eine Art Treffen für Oberbayern gewesen, oder? Wie weit sind die da gekommen? Wie weit sind die gekommen? Ich denke, ganz Bayern. Also, man weiß ja, dass im Mitte des 19. Jahrhunderts hier an diesem Montag nach Egidi bis über 30.000 Leute waren. Also an einem Tag sind die hier aufgetreten mit Tausenden von Schafen, Rindern, Schweinen, Pferden. Hier ist gehandelt worden und hier ist ein unglaubliches Treiben gewesen, dass die ganze Gendarmerie oder die Polizisten hier in Trudering und Umgebung Grasbrunn, dass sie sich immer gefürchtet haben vor diesem Tag. Und es war so, dass zum Beispiel, das kann ich auch nur aus Erzählungen wiedergeben, ich war live ja nicht dabei, dass von Tradition ist meistens was, ja, was man aus Erzählungen wieder. Von Trudering die Leute und von der Stadt rausgekommen sind und dann hat es danach in Trudering, ja. War auch der Ausklang vielleicht von dem Fest, war dann immer Mordsrafferei, ist so verkündet worden, da auch schon. Also ich konnte es nur, wie gesagt, wiedergeben, was mein Großvater so gesagt hat, Käferloh ist immer Kraft geworden, es war aber immer Gaudi. Und das war das Schöne. Und von daher gesehen, versuchen wir halt zumindest die Gaudi und diesen Brauchtum zu pflegen. Die Rafferei brauchen wir nicht mehr. So weit sind wir heute schon, dass wir uns Köpfe nicht mehr einschlagen, weil ich denke mal, wir sollten da sind die Köpfe zu schön dazu. Ja, das, aber jetzt sagen Sie mal, sagen, ist das nicht ein blöder Tag, wenn man es genau nimmt? Gleichzeitig ist dann Kapfam als Leistungsschau, dann ist Amsberg, Kieler Moos. Ich hab das echt schwer noch, gell? Es ist nicht einfach, weil die Gegenveranstaltungen in dem Bereich natürlich einfach da sind. Und der Montag ist immer schwierig. Das einzige Vorteil ist nur in die Ferien. Aber Sie haben es richtig erkannt. Es ist nicht einfach, dass man sowas macht. Aber Traditionen sterben lassen ist einfach. Und ein bisschen nur am Leben erhalten, wir versuchen es. Weil wir gerade bei der Tradition sind. Was sagst du, dass das Zentrallandwirtschaftsfest dieses Jahr ausfällt? Das war eigentlich auch Tradition, die es zu erhalten gilt. Weil, wissen Sie, wir Staderer haben relativ wenig Ahnung von dem, was auf dem Land passiert. Und da war halt mal ein bisschen Land in der Stadt drin und auch was zum Anschauen. Gut, das ist nachvollziehbar aus Ihrer Sicht. Ich bin natürlich nicht in der Lage zum sagen, weil ich nicht der Organisator für das Zentrallandwirtschaftsfest bin. Aber Sie sind ein Landwirt, da muss doch irgendwie in einer Stimme sein. Ich finde es schade, ja, aber man muss auch dazu sagen, ich habe es vorher schon gesagt, die wirtschaftliche Lage ist nicht so rosig, dass man sagen muss, wir haben alle die Zeit, die Kraft noch, solche Veranstaltungen durchzuziehen. Darum kann ich ein Stück weit die Verantwortlichen für dieses ZLF auch verstehen, dass es nicht geht. Also ich sehe das ja bei mir im Betrieb und ich sehe das auch in der Umgebung, dass das schwierig ist. Es ist schade, brauchen wir nicht reden, aber die Frage ist immer, inwieweit hat man die Kraft noch, dass man das durchzieht. Es wird immer schwieriger. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Was wäre, wenn es eine Kreuzfahrt gäbe, die einzigartig ist?
Eine Kreuzfahrt kreiert von Feinschmeckern für Feinschmecker. Ein Küchenchef für je 10 Passagiere. Jede Mahlzeit wird à la minute zubereitet und jedes Gericht ist eine neue Entdeckung. Willkommen in der Welt von Oceania Cruises. Die schönsten Städte und geheimnisvollsten Orte der Welt. Unvergessliche Momente und einzigartige Erlebnisse. Es ist mehr als ein Gefühl, es ist mehr als eine Kreuzfahrt. Es ist Oceania Cruises. Höffner Red Shopping Days. Jetzt 44% auf Möbelküchen und im Fachmarkt. Nur bis 10. September. Mehr auf höffner.de. Ja, schauen wir mal. Raus aus der Komfortzone, meinen Horizont erweitern, hat mir mein Therapeut geraten. Wie schaut es eigentlich aus mit den Vertragsbedingungen? Ich brauche eine eigene Garderobe. Ich möchte Work-Life-Balance. Ich brauche Großaufnahmen und Ernährung. Ich kann nicht einfach von einem Brotzerbrettel irgendetwas essen. Kann ich eigentlich auch meine Mutti mitbringen? Mein! Ich sollte meine Schwingungen mit deinen Schwingungen gemeinsam schwingen lassen. Willst du mit mir moderieren? Ja, ich will. Wir sind Wiesn. Ab dem 21. September täglich live ab 18.20 Uhr. Nur auf München TV. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Herr, der hier links neben mir sitzt, Damen und Herren, ist ein ganz wichtiger Mensch eigentlich für die bayerische Viehzucht über Jahrzehnte gewesen. Ehemaliger Chef von Grub, Landestierzuchtanstalt, mittlerweile Ruheständler. Kennen Sie es überhaupt, Ruheständeln? Ja, ich kenne schon. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja im Jahr 2000 aufgehört, habe dann gleich einen Herzinfarkt gekriegt. Und dann war ich eigentlich froh, dass ich die Corona-Zeit nicht mehr mitmachen muss in der aktiven Zeit, weil das hätte mir wahrscheinlich der Rest gegeben. Ja. Und beobachte heute natürlich die Landwirtschaft und vor allem die Tierhaltung in Bayern oder auch in Deutschland, Europa, sehr kritisch, sehr skeptisch, denn die Entwicklungen, die wir derzeit sehen, sind eigentlich katastrophal für die Tierhalter. Die heimliche Forderung, insbesondere auch einer bestimmten Partei, die Tierhaltung zu halbieren, ist im vollen Gang. Und wir sehen es hier, dass eben der man bezeichnet es als Strukturwandel, aber zu viele Betriebe hören einfach auf. Nicht, weil es keinen Spaß macht, mit den Rindern zu arbeiten, sondern weil einfach die Bedingungen, die Auflagen, die Bestimmungen einfach zu groß werden. Die Leute haben keine Lust mehr. Das ist nachzuvollziehen. Wenn man jetzt natürlich aus Sicht eines Tierschützers drüber reden muss, ob das nicht schon längst überfällig gewesen ist, dass man so drakonische Maßnahmen einleitet. Verstehen Sie? Also ich bin jetzt seit 40, 50, 60, ja fast 60 Jahren beobachte ich eigentlich die Tierhaltung. Zunächst in meiner Heimat in Baden-Württemberg und hier in Bayern. Ich behaupte als Tierarzt und auch als Landwirt, behaupte ich einfach, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo es den landwirtschaftlichen Nutztieren so gut gegangen ist wie heute. Und deswegen verstehe ich eigentlich die Verbraucher, die sicherlich immer weniger Kontakt haben zur Landwirtschaft und deswegen auch weniger Verständnis zeigen für die Landwirtschaft, verstehe ich persönlich nicht. Ich denke, den Tieren geht's gut. In Bayern in aller Regel, das ist irgendwelche schwarze Schafe gibt, die gibt es aber überall. Da fängt man in der Politik an, da finden wir fast mehr schwarze Schafe in der Industrie. Aber dass wir immer nur diese paar schwarzen Schafe dann nach oben schmeißen oder schieben, damit die Landwirtschaft in ein schlechtes Bild kommt, das finde ich nicht gerecht. Ich habe
vorgestern mit einem Landwirt gesprochen, der hat mir erzählt, dass es mittlerweile Milchkühe gibt, die über 40 Liter geben. Ja. In meiner Kindheit, da war eine Kuh, die 20 Liter geben, halt ein, ein Spitzengerät. Ja, ja, das ist verständlich. Wir haben noch einmal einen Versuch gemacht. Wir haben uralte Genetik aus den 60er Jahren haben wir aufgetaut zusammen und haben da heutige Kühe besamt wieder damit. Und dann wollten wir einfach sehen, wie ist eigentlich die Leistungsbereitschaft unter heutiger Fütterung, heutigem Management. Und wir waren erstaunt, diese Kühe haben weit mehr Milch gegeben von den Vererbern aus diesen Zeiten als damals. Und das zeigt mir einfach, die Umweltbedingungen für die Kühe, dass sie mehr Leistung bringen können, haben sich unglaublich verbessert. Also mit der damaligen Fütterung und mit der damaligen Haltung war das einfach nicht möglich, dass die Kühe mehr Milch geben. Und heute geben die teilweise freiwillig. Ich bin aber sowas immer skeptisch. Aber man muss dabei wissen, Damen und Herren, dass so bei uns in Bayern vor ungefähr 150, 200 Jahren die Kühe alle noch ungefähr einen halben Meter kleiner waren und ganz, ganz wenig Milch gegeben haben, meistens eigentlich nur als Fleischtier gehalten worden sind. Und dann war damals eine große Viehseuche und da hat man dann Lehren draus gezogen. Können Sie mir die Geschichte kurz erzählen? Ja, die Geschichte ist hochinteressant und auch das gehört zur Historie eigentlich unserer bayerischen Heimat, gehört die dazu. Im 18. Jahrhundert ist durch Europa die Rinderpest durchgezogen, natürlich auch die Maul- und Klauenseuche, und die hat den Rinderbestand in Europa um 28 Millionen Tieren reduziert. Wie viel Prozent waren das gewesen ungefähr? Das war sicherlich 40-50%. Und auf jeden Fall war es dann so, dass die Restbestände eigentlich eine grausame Zusammensetzung war. Die Tiere waren 1 Meter bis 1,10 Meter am Widerrist. Dort hat man die mehr oder weniger, waren immer kleiner. Züchterisch hat man nichts gemacht, weil die Jungrinder, wenn sie in Brunst gekommen sind, dann war da irgendwo in der Nähe ein Bulle, der hat die gedeckt und die sind nicht größer geworden, die sind einfach gleich geblieben oder kleiner geworden, auch durch Inzucht. Und dann sind ja die ersten Händler in die Schweiz gekommen, ins Berner Oberland, und dann haben die Giganten gesehen, riesengroße Rinder für die damalige Zeit, und haben gestaunt. Die haben also wirklich die Welt nicht mehr verstanden, dass es möglich ist, dass dort so große Rinder waren, wie wir sie heute haben. Und der Grund dafür war eigentlich ganz einfach. In der Schweiz hatten die großen Klöster, St. Gallen zum Beispiel, haben klare Richtlinien an die damals schon freien Bauern in der Schweiz gegeben und haben denen gesagt, die Tiere, Bullen und Rinder müssen getrennt sein voneinander bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann erst dürfen die zugelassen werden. Und die Rinder, die nach Deutschland gekommen sind, dann Anfang des 19. Jahrhunderts, die wurden erst belegt mit 2,5 bis 3 Jahren. Sodass, das ist ein bestimmter Zeitpunkt bis heute. Ja, und da waren sie dann aber schon lange vorher geschlechtreif gewesen. Genau. Oder? Und dann sind die natürlich, die haben dann die Möglichkeit gehabt, das Futter für sich selber, für die Entwicklung zu investieren. Und genau, und dann sind die größer geworden. Und als der Obermeier dann aus Gmund am Tegernsee, als der zurückgekommen ist mit Ochsen, die fast eine Tonne gewogen haben, war das für die Bauern damals wie eine Weltsensation. Und, aber sie haben verstanden, warum sie es machen. Sie verstehen das? Ja, die haben es anschauen, natürlich. Verstehst du, und dann sage ich, das möchte ich auch. Genau. Und wenn man dann die Leute sagt, wie es funktioniert, dann funktioniert es. Richtig. Es hat eben an allem gefehlt. Und in Baden-Württemberg oder in Württemberg war es König Wilhelm I., der ein massiver Förderer war der Landwirtschaft, der in Hohenheim an der Domäne eben verschiedene Rinderrassen angestellt hat oder aufgestellt hat. Und in Bayern war es dann König Ludwig. Unter dessen Regie dann der Obermeier eben die Rinder nach Bayern gebracht hat und auf das Gut Kaltenbrunn, da wo jetzt die schöne Restaurant ist, da sind die etabliert worden. Und von da ab hat sich das Ganze erst entwickelt.
Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.